Ah, hier sieht es auch so cool aus. Ach, und wie hier die Tropfen so. Ach, wie cool. Und die Wurzeln dann von oben noch mit runterwachsen. Und hier so ein bisschen Gras. Ach, wie cool. Ach, ich liebe sowas, ja. Okay, hier ist ein Ventil, das kann man nicht drehen. Eine Tür, ein Rohr. Rohre, 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 eine Kette. Was war hier? Loch in der Decke. Ach, das ist nur ein Loch. Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie noch so eine Glasluke. Der helle Lichtstrahl könnte von einem Scheinwerfer kommen. Demnach müsste ich jetzt bereits unterhalb des Bahnhofs sein. Ah. Ach so, kommen wir rein. Huch, Müllhaufen? Hä, wo denn? Aha. Einige der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Okay. Müllhaufen. Hier war noch ein Rohr. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Das können wir uns hier nicht angucken, hier drüben. Abwasser. Es stinkt bestialisch. Was der Grund dafür ist, kann ich mir denken. Das muss ich nicht noch genauestens analysieren. Müll. Okay, aber hier drüben ist sonst nur noch die Tür. Moment, ich prüfe. Ach. Mal schon wieder was übersehen. Manu, Streichhölzer. Die Schachtel scheint trocken zu sein. Wahrscheinlich hat der Kanalarbeiter sie hier verloren. Dann heb sie auf. Okay. So, jetzt war es aber alles, oder? Ja. Okay, dann können wir jetzt hier wieder rausgehen. Achso, erstmal angucken. Eine schwere Sicherheitstür. Ja, okay, nee, dann einfach durch. Wenn du sie aufkriegst. Ha. Hätte mich jetzt auch gewundert. Die Tür ist zwar einen Spalt breit offen, scheint sich aber irgendwie verkeilt zu haben. Wir haben den Wagenheber. Yeah. Puh, das wäre geschafft. Frau tut, was Frau kann. So. Eieiei. Hier sehe ich die Zigarettenstummel. Vorhin, da waren noch gar keine. Ich weiß nicht, da habe ich die echt gar nicht gesehen. Durchgang? Hä, wie Durchgang? Oder meinen die jetzt hier einfach wieder zurück? Hä? Ach so. Ja, okay, nee, die meinen wieder zurück. Nee, okay. Was ist hier? Bodenplatte? Verteiler? Außer ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, schwimmt da nichts drin rum. Bodenplatte. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Gut. Ventil, Müll. Lalala, was war hier? Achso, ich bin auf die Streichhölzer gekommen. Eine Schachtel Streichhölzer aus dem Nightclub Lady. Ein paar sind noch drin. Ja, schick, obwohl sie hier voll angezeigt werden. Ach so, kannst du vielleicht mit dem Steinchen und mit dem Streichhölzer ein Feuer machen? Ach Quatsch, bin ich blöd. Wozu Streich... Oh Gott, dämlich! Nee, wir gehen mal hoch. Entweder die Leiter ist in erbärmlichem Zustand oder auf dem Bahnhof sind Überraschungsbesuche durch die Kanalisation nicht sonderlich erwünscht. So komme ich da jedenfalls nicht drauf. Ah ja, klar. Sorry. Fässer. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Oh. So, die Fässer habe ich hier drüben. Das habe ich noch nicht. Das Drehrad. Ach so. Ein Ventil. Damit kann man wohl die Leitung öffnen oder schließen. Ja, na dann dreh mal dran, oder? Warum sollte ich? Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Weil ich es dir befehle. Das ist ein Grund genug. Durchgang, ja. Ich glaube, da müssen wir irgendwie wieder zurück. Was sollte sie denn hier bitte anzünden wollen? Was sollte sie denn bitte hier mit einem Stein bewerfen? Den Bleistift hatten wir eigentlich schon verwendet. Also irgendwie... Huh.
Boden bleibt. Da können wir auch nur angucken. Wir können da jetzt auch nichts. Ja, wozu auch nie? Vielleicht das irgendwie wozu einschlagen? Mann, was sag ich denn da? Wie gehen wir zurück? So, dann hier wieder raus. Gut. Ah, hier gefällt es mir auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. Ist nicht so stinkend. Nina, du darfst spätestens jetzt einmal komplett alles waschen. Mindestens zweimal. Das riecht man bestimmt noch beim ersten Mal. Nach dem ersten Mal waschen. Ja. Den Schlauch. Ach so, können wir den dazu mitnehmen? Ah, gut. Okay. Ha. Gut, Werbeklacker brauchen wir noch nicht so. Den Schlauch. Müssen wir den vielleicht irgendwie an einer Stelle verstopfen? Nein. Wozu brauchen wir den Schlauch? Vielleicht irgendwie hier mit dem Ventil. Oder nee, hier irgendwie. Ab. Nee. Ich rede immer wunderbar, ne? Hier mit. Ich kann meine Sätze nie zu Ende sprechen. Boah, das regt mich auf. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Boah, die Geräusche. Die sind schon cool. Nee, aber wozu bräuchten wir hier einen Schlauch? Und hoch will sie nicht. Da fehlen alle Sprossen. Es soll wohl niemand nach oben gelangen. Oh, ach so. Ich bin ja auch blind. Klar. Ich kann ja gar nicht hoch. Es fehlen die Sprossen. Gut, dann brauchen wir also irgendeinen Sprossenersatz. Vielleicht so eine Hängeleiter. Nee. Okay, dann ist hier unten aber erstmal definitiv nichts, weil da konnte man jetzt, glaube ich, nichts machen, oder? Dann muss ja hier oben irgendwas sein. Die Rostlaube ist in einem Eck. Ja. Das Ding würde sich wahrscheinlich sehr. Nee. Nimmst du denn vielleicht einen neuen Schutz? Dreck, Unrat. Ah, die holt was Neues, oder wie? Ich habe schon alle Schätze gehoben. Natürlich könnte ich noch ein bisschen aus Spaß im Dreck wühlen. Später vielleicht. Okay, dann gucken wir nochmal bei diesem Yushin. Oder Yushin, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Ach, da steht da jetzt so ganz einsam. Der kann sich doch wenigstens wieder hinsetzen, Mensch. Weiß ich nicht. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Oh ja, naja. Huhu, ich bin's wieder. Hi. Wie süß. Huhu. Ah, Zigarette. Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund, aber ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Ich habe schon alles versucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, gerne. Was? Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot. Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen könnten. Oh, was denn? Keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. Okay. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Jetzt haben wir also eine Zigarette bekommen. Dann packen wir die wahrscheinlich. Kann sie die dann vielleicht irgendwie rüberwerfen oder hochwerfen aus dem Gulli? Aber die käme da eh nicht hoch, oder? Ich probiere es einfach mal. Kann es mir jetzt irgendwie nicht so wirklich vorstellen, dass sie dann die Zigarette anzündet und dann den Gulli hochwirft oder so. Dass die da hier einen auf Alarm machen. Aber man kann es ja versuchen. So, jetzt haben wir eine brennende Zigarette. Versuchen wir hochzuwerfen. Nein, geht nicht. Das war klar. Jetzt haben wir eine brennende Zigarette und wir wissen nicht, was wir damit machen können. Wir warten mal, bis er aufgeraucht ist. Von alleine. Oder möchtest du eine rauchen? Nina, du wolltest doch eine Zigarette. Nee. Vielleicht mit dem
Schlauch den Rauch irgendwie? Das ist auch Quatsch, dann brennt der Rauch. Ja. Schlauch. Ja, eher. L? Naja. Moment, ich richte mich mal auch mal kurz anders. Aua. Das war mein Fuß. Verteiler, was hatte da nochmal? Da ist schön was drin, meinte sie. Aber was? Außer ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, schwimmt da nichts drin rum. Und das Drehrad, vielleicht dreht es ja jetzt. Warum sollte ich? Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Mann, ich weiß gerade echt nicht weiter. Die Fässer, vielleicht irgendwie... Das wäre auch Selbstmord. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Ja, das hatten wir ja schon. Und mit der Bodenplatte ist auch ganz komisch. Aber wir können ja jetzt hier auch nicht. Wozu? Und vielleicht auch den Schlauch hier irgendwo fest? Nee. Nee. Okay, mit dem Schlauch gar nicht. Mit dem Stein kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir irgendwas machen können. Nee, meine Streichhörner hat zum. Mit den Streichhölzern hatten wir schon die Zigarette angezündet. Aber die brauchen wir wahrscheinlich noch, weil sonst wären sie ja weg. Genau wie der Bleistift. Kurios, kurios. Eieiei. Haben wir eigentlich... Nee, den neuen Eintrag hatten wir ja eh nicht. Da fehlen alle Sprossen. Ja. Und hoch kommt sie nicht. Entweder die Leiter ist in erbärmlichem Zustand oder auf dem Bahnhof sind Überraschungsbesuche durch die Kanalisation nicht sonderlich erwünscht. So komme ich da jedenfalls nicht drauf. Genau, wir brauchen Sprossenersatz. Und wir brauchen irgendwas, wo wir sie auch eine Zigarette hinpacken. Oder vielleicht hier irgendwo, warum auch immer. Den Müll vielleicht, dass das durch die Luke vielleicht so ein Rauchsignal kommt. Aber dann wäre es ja. Dann würden die ja wissen, dass in der Kanalisation was ist. Dann würde sie sich ja sozusagen nur selber verraten. Aber Schlauch? War ein bisschen Abwasser oder was? Hä? Und der Stein? Boah, ich bin immer so irritiert von den Sachen, die man kriegt, weil ich erst so null Peilung habe, wofür man die verwenden soll. Es ist schlimm. So, okay. Aber dann war ja hier... Erstmal nicht. Vielleicht nochmal irgendwas mit der Absperrung. Jetzt ist er ja weg. Ich meine, den Schlauch hat sie auch genommen, als er weg war. Ah ja, na klar. Eisenstangen. Okay, wir haben den Sprossenersatz. Ah, cool. Und wie sie immer erstmal einmal drumherum geht und sogar an der falschen Seite stehen bleibt, um runterzugehen. Weil die Leiter ja genau auf der anderen Seite war. Aber egal. So, jetzt kommen wir nämlich hier auch schön weiter. Bitte einmal verwenden. Die Eisenstangen sind viel zu lang und würden sich vermutlich so im Schacht verkeilen, dass ich sie nicht als Leitersprossen nutzen könnte. Seriously? Oh, was sollen wir denn jetzt damit machen? Wir haben ja jetzt keine Zange oder irgendwas zum Biegen. Wir haben jetzt auch keinen Bänder hier. Kann man die anschmoren? Das ist doch viel zu kalt dafür. Was? Ich dachte, wir hätten das jetzt. Mann! Die Eisenstangen sind viel... Sind viel zu lang. Ja, womit willst du die stutzen, bitte? Und was ist mit dem Absperrband? Wozu dient das? Hier sind nur die Schlüssel. Och Mann, ich dachte, jetzt kommen wir hier praktisch ganz einfach hoch. Aber die Eisenstangen sind viel zu lang. Die macht das nicht. Die müssen wir wirklich irgendwie kürzen. Oder umbiegen oder irgendwie was.